Ich grüße euch von Herzen für das heutige Webinar, wo es darum geht, ob man in die Zukunft schauen kann oder eben nicht. Aus der Sicht des Allalen, das ich bin, kann ich nur sagen, dass man nicht in die Zukunft schauen kann, weil es sie gar nicht gibt. Und wieso das nicht geht, werde ich jetzt erklären. Weil es da auch um den freien Willen geht. Ja. Hallo Daniela. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Weil wir befinden uns jetzt in hier, jetzt in diesem Augenblick, wo wir hier zusammen sind, wenn nichts existiert, außer das, was jetzt ist. Was im nächsten Augenblick sein wird. Ja? Doch ihr könnt euch entscheiden. In jedem Augenblick für euch, was das sein wird oder nicht. Hast du ein Headset auf, Miriam? Das ist ganz wichtig, bei solchen Webinaren ein Headset zu benutzen, damit du mich besser verstehen kannst. Gut, ich versuche lauter zu reden. Ja? Ich versuche es. Es geschieht halt oft. Es geschieht halt einfach. Ich habe einfach keine laute Stimme mehr, wenn ich aus der Einheit spreche für euch. Es wird dann ganz leise und still. Es funktioniert dann nicht mehr. Aber ich werde es versuchen. Ja? Wenn es wieder zu leise ist, sagt einfach Bescheid. Ja? Kann auch oft am Computer liegen, wenn er nicht so eine starke Soundkarte hat. Aber wie gesagt, ich versuche lauter zu reden, damit ihr mich hören könnt. Ja, da kann ich nichts dran machen. Ja? Das liegt nicht an dem, was ich hier spreche, da kann ich nichts dran machen. Das liegt oft am Internet und am System, Computer. Je nachdem kann das eben liegen. Es liegt also nicht am Senden. Wenn andere es gut hören, dann liegt es nicht an der Übertragung, Marco. Ja. Dann wäre mal vielleicht das Internet zu überprüfen, je nachdem, wie schnell es ist. Ja, Johann hört mich gut. Genau. Davon wird es eher liegen, weil es hat nicht jeder ein gleich starkes Internet. Es kommt doch darauf an, mit welchem Internetnetz man ins Internet geht. Ja, wie stark das ist. Doch jetzt, um auf die Zukunft zurückzukommen, kann ich nur sagen, dass es die Zukunft gar nicht gibt. Sie ist ein reiner geistiger Vorgang, der sich ständig in euch abspielt. Ihr könnt Pläne machen, so viel wie ihr wollt, doch ihr könnt euch in jedem Augenblick wieder anders entscheiden. Wenn du heute sagst, morgen mache ich dies, kannst du dich morgen wieder anders entscheiden, weil das Morgen gibt es ja gar nicht. Ja, du kannst dich in jedem Augenblick anders entscheiden, denn in Wirklichkeit gibt es nur den Augenblick, wo du bist, wo du bei dir bist. Das stimmt nicht mehr, Jan. Jetzt, wo du bist, dieser Augenblick existiert für dich. Alles andere existiert gar nicht für dich. Auch das, was man Vergangenheit nennt, existiert nicht. Denn es ist nichts vorbestimmt, gar nichts. Ja. Ja. Wenn du versuchst, in etwas zu sehen, was es noch gar nicht gibt. Ja? Und du das weitergibst und derjenige glaubt daran, dann wird es sich erfüllen. Und so kannst du sich selbst erfüllende Prophezeiungen machen. Das hat aber nichts mit Zukunft zu tun. Sondern eben, es ist ein Glaube, dass etwas so sein könnte. Etwas so sein könnte. Es ist eine Möglichkeit. Ja?
Wir sind ein Feld der Möglichkeiten. Wir sind ein Feld der Möglichkeiten. Und alles, was du für möglich hältst, erschaffst du dir. Dann sag mir, schau dir mal den Spiegel an, Miriam. Alles das, was du siehst, das bist du selbst. Ja? Man kann nicht in die Zukunft sehen, weil es sie nicht gibt. Genau, Daniela. Du kannst in jedem Augenblick, nein. Was denn für eine Erkältung? Was denn, was soll denn erkältet sein? Was soll denn erkältet sein? Du sagst es dann wieder, weil du in jedem Augenblick dich neu entscheiden kannst, neu wählen kannst. Nun willst du etwas für dich entscheiden, was du noch gar nicht kennst, was gar nicht da ist. Doch allein in eurem Geiste, durch eure Angst teilweise, durch dieses Plänemachen, das man euch beigebracht hat, ist in euch etwas entstanden, das ihr Zukunft nennt. Doch es geschieht allein in euch, in eurem Geiste, dieses Plänemachen. Doch es gilt dieser Satz. Denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Geht es Pläne machen um etwas, das ihr Zukunft nennt, zeigt eure Angst um genau das, was ihr Zukunft nennt. Die Einheit und das, was Wirklichkeit ist, kennt keine Zukunft. Hat Nostradamus in die Zukunft geschaut oder waren seine Visionen, die er aus sich selbst heraus erzeugt hat? Das sagte ich doch eben, Miriam. Wenn du etwas vorhersagst und derjenige glaubt daran, erzeugt er es in dich. Es ist der Glaube, der das erzeugt. Und mit irgendwelchen Zukunftsvisionen jemanden auch noch in Angst zu versetzen, spricht nicht gerade für Liebe. Nein, Regina. Damit lässt du dich programmieren und eine Zukunft dir ausmalen, die nicht Wirklichkeit ist. Du entscheidest selbst für dich, dass du nicht von irgendjemandem etwas einreden, dass es eintreffen könnte. Schau lieber in dich und entscheide für dich, denn jede Vorhersage nimmt dir eine Entscheidung ab, weil du daran glaubst. Es gibt nur einen Weg, Regina, den du gehen kannst. Das ist der Weg zu dir selbst. Und da gibt es keine Zukunft. Nur das Jetzt. Wo du dich für dich entscheidest, was du mit dem Erlebten und den Erfahrungen, die du hattest, machen wirst. Wenn du ganz feste daran glaubst, könnte es sein. Und deswegen gibt es ja diese sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, wo eben das eintritt, was du dir ausgemalt hast, was du glaubst. Und wenn du vor Entscheidungen stehst und nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, Kartenlegen ist eine Idee, Horoskope sind eine Idee. Eine Idee, die aus der Angst kommt, weil der menschliche Geist
immer gerne etwas sehen möchte, was noch nicht ist, um sich entsprechend entscheiden zu können oder glaubt, Entscheidungen abgenommen zu bekommen. Es gibt keine Zukunft. Zeig mir doch, wo sie ist. Zeig sie mir. Es sind nur Pläne, die du machst, für etwas, das du Zukunft nennst. Wer ich? Wahrsagerin ist eine Idee, ist eine Vorstellung des sich unbewussten Geistes. Woher willst du das wissen, dass du aus dem Schlaf erwachst, Regina? Was hat man dir gesagt, dass du schläfst, wenn du dich zur Ruhe begibst? Wer sagt denn, dass du nicht eher wach bist, statt schläfst? Woher willst du wissen, dass es tatsächlich ein Tag ist und nicht eine Nacht? Du kannst nicht wissen, ob du erwacht bist oder nicht. Es kann ja sein, dass du träumst, während du glaubst, dass du wach bist. Ja, Zeit ist eine Illusion. Man kann wahrnehmen, die Sonne geht auf und sie geht wieder unter. Doch wer ist es, der das wahrnimmt? Wer ist das, der das wahrnimmt? Du hörst deine eigene Stimme, Silvia. Nicht die von irgendeinem Geistführer Effet. Und du sagst dir das alles selbst voraus. Ja? Und du glaubst daran und schon erfüllen sie sich. Es ist ein Traum, Regina, den du träumst. Perfekter Zustand gibt es in dir und jetzt nicht. Miriam, den Spiegel anwenden. Ja, natürlich Hingabe, ist ganz wichtig. Silvia, weil ich mir meiner voll bewusst bin, was ich bin. Und da ich mir meiner voll bewusst bin und ich mich kenne in dem, was ich bin, so kenne ich auch dich. Ich? Es gibt kein Ziel. Es wird immer weitergehen. Doch es gibt ein Etappenziel. Und darauf arbeiten wir alle zusammen hin. Ja. Hingabe an den Augenblick. All das, was geschehen ist, zu vergeben. Anzunehmen, was kommt, egal was kommt. Ja, Johann, das ist das Erkennen. Ja, es ist das Erkennen. Wenn du erkennst, wer du bist, dann erkennst du die Illusion, in der du lebst. Das ist mir klar, Reinhild. Ja, das ist mir klar. Eine Zukunft gibt es nicht. Doch es gibt Entwicklung. Ja, das hat aber mit Zukunft nichts zu tun. Sondern es ist die Entwicklung des einen Geistes, der wir alle sind, der sich hier in der Welt weiterentwickelt, um sich kennenzulernen. Das hat aber nichts mit Zukunft zu tun, sondern es ist etwas, was geschehen wird. Einfach so, ohne dass da jemand etwas zu tun muss. Ja. Ja zu sagen,
zu jedem Augenblick, wo du bist, dich einverstanden zu erklären mit dem, was kommt. Denn du kannst es nicht sehen, was kommt. Richtig, Daniela. Diese ständigen Sorgen um irgendetwas, um Gedanken machen, um irgendetwas, was hier Zukunft genannt wird. Ja. Das ist das, was den Geist unruhig sein lässt und den inneren Krieg versetzt. Regina, egal was da jemand sagt, es trifft auf eine gewisse Art und Weise auf jeden zu. Auf jeden. Weil wir alle dieselben Erfahrungen sammeln. Es gibt kein Heute und kein Morgen. Das sind Ideen des sich unbewussten Geistes. Es zählt nur der Augenblick, das Hier und Jetzt. Da, wo immer wieder wo Veränderung geschieht. In diesem Augenblick, wo du dich entscheidest, für dich oder nicht. Du entscheidest dich für dich, wenn du im Hier und Jetzt bist. Schaust du in das Gestern, schaust in das Morgen und machst dir Sorgen darum. Bist du nicht. Dann bist du etwas, was du nicht bist. Genau, Jungmann, so ist das auch. Denn wenn man in Vergangenheit, sogenannter Vergangenheit und Zukunft lebt und nur darin existiert, dann lebt man nicht. Was? Mit welchen Augen? Welche Augen siehst du, Ute? Deine? Siehst du deine Augen? Ja? Tun sie dir weh? Weil du nicht hinschauen möchtest? Mit dem, was in dir ist? Regina, jeder hat alles in sich. Und es wird genutzt. Ja? Wir sind nicht verschieden voneinander. In jedem geht dasselbe vor. Es gibt keine Unterschiede. Man hat es euch nur beigebracht, dass ihr etwas anderes seid, wie euer angebliches Gegenüber. Dabei schaut ihr euch immer selbst in die Augen. Und mit jedem Wesen, das ihr anseht. Es gibt noch nicht mal ein Du, Maria. Es gibt nur ich. Du bist ich. Sehr viele sogar. Ja. Doch hast du dich mal gefragt, wieso das so gekommen ist? Sicher? Ja. Hast du dich mal gefragt, wieso das so gekommen ist? Und wieso hast du dich aufgeregt? Hast du dich das mal gefragt, woher das kommt? Statt in der Ruhe und im Frieden zu sein, hast du dich aufgeregt. Hättest du das nicht, wäre nichts passiert. Also hast du es selbst erzeugt. Ja. Da wäre es wertvoll für dich, da mal hinzusehen. Ja.
Aus denselben Gründen, Regina. Nein, ab einer gewissen Phase nicht mehr. Man kann das den Kleinstkindern, den Säuglingen, den Babys, da kann man das noch sagen. Aber doch sobald das Kind anfängt, in diese Gesellschaft zu integriert werden, sind sie nicht mehr unbeschwert und frei. Denn sie werden rücksichtslos in dieses gesellschaftliche System gepresst. Und sie verlieren ihre Unbeschwertheit und ihre Freiheit. Schon sehr früh. Und dann erfahren sie die innere Trennung und wissen nicht mehr, wer sie sind. So wie er auch. So wie ihr vergessen habt, wer ihr seid und an all diese Dinge glaubt, die euch gesagt werden. Und schon mal. Gibt keine eigenen Persönlichkeiten. Eine eigene Persönlichkeit ist eine Illusion. Ich bin nicht zu diesen Erkenntnissen gekommen, sondern ich bin das. Ich bin die Summe aller Erfahrungen in dieser Welt, Ute. Über all die Erfahrungen, über all die Wesen, die in dieser Welt waren, darüber, daraus rede ich und spreche ich. Das wirst du erkennen, wenn du das Licht für dich in diese Welt geholt hast, Maria. Das Licht, das du wirklich bist. Jetzt verstehe ich, Regina, ja. Die Kinder, sogenannten Kinder, die jetzt in die Welt kommen, kommen schon mit einem sehr hohen Bewusstsein hin. Und sie lassen sich nicht mehr alles gefallen und entwickeln ihre eigenen Ideen und Vorstellungen, sage ich jetzt mal, wie sie leben möchten. Und deswegen sagen sie klipp und klar, was sie möchten und was nicht. Und das zeigt, dass das Bewusstsein wächst, dass es voll in der Evolution jetzt ist, in das Bewusstsein der bedingungslosen Liebe zu kommen. Und das ist das, was ich Evolution sehe, als Evolution sehe und nicht das, was hier auf der Erde geschieht. Ja, genau, Daniela. Das wie? Darüber rede ich ja hier, Maria. Es geht darum, alle Bilder dieser Welt fallen zu lassen und sich in sich selbst zurückzuziehen und sich selbst innerlich anzusehen. Und das kannst du nicht, wenn du in Vergangenheit und Zukunft klebst und ständig dir Sorgen machst um alles Mögliche. Da kann ich nichts dran ändern, Regina. Da liegt an deinem Internet. Das mag stimmen, Melanie. Doch woher willst du wissen, dass es auch so ist? Hast du es erfahren, dass es so ist? Selbst erkannt? Ja, hast du es selbst erkannt oder hast du es gehört? Machst du all die Dinge, die du hier in der Welt machst, wirklich freiwillig? Oder weil man sie dir gesagt hat. Wolltest du wirklich von dir getrennt werden? Frage dich das mal. Auch das kann ich dir erklären über die Rückführungen. Weil es immer das eine ist, das alle Erfahrungen macht. Dieses hier ist nicht das Leben, Regina. Das, was du glaubst, das Leben ist, ist nicht das Leben. So viele haben es schon erkannt.
als das eine, das wir alle sind. Dass das hier nicht das Leben ist. In vielen Schriften steht es geschrieben. Es ist immer das eine, das alle Erfahrungen macht, Regina. Und es ist das eine, das erkannt hat, dass es keine Zukunft gibt. Sondern dass das hier alles konstruiert wird, in dem sich unbewussten Geist, der sich Sorgen macht um sich selbst, um den Körper, um seine Existenz. Und deswegen werden ständig Pläne gemacht für irgendetwas, weil ihm das Vertrauen fehlt in das Leben, das er selber ist. Es geht um rein geistiges, Regina, um rein geistige Entwicklung. Die kann nicht stattfinden, wenn du ständig an etwas denkst, was nicht existiert, weil du damit nicht mehr bei dir sein kannst, weil du in der Angst bist, in der Angst, die in dieser Welt aus dir hervorgetreten ist, weil du sie auch nur hier erfahren kannst. Doch du kannst die Angst loslassen in dich. Und dann gibt es auch keine Zukunft mehr. Du bist hier auf der Erde, um das Licht, das du bist, in dir zu entzünden und in Liebe zu dir dich zu finden. Lebst du wirklich, Regina? Schau dir den Spiegel an, Ute. Alles, was du sagst, das sagst du über dich. Ja? Alles, was du sagst, das sagst du über dich. Du kennst das Leben nicht, Regina. Wer wirklich lebt, der braucht das nicht. Weil sie Wahrheit ist, Ute. Wahrheit ist immer einfach. Sie ist nicht kompliziert. Sie ist einfach. Und das wahre Leben, das ist auch ganz einfach. Ja, immer den Spiegel ansehen. Du glaubst all das, was man dir erzählt hat, Miriam, ohne es dich zu hinterfragen. Ja? Du glaubst all das einfach so und hast dich das noch nie hinterfragt. Es scheint nicht so zu sein, Miriam. Gute, es gibt auch kein Denken. Es sind Informationen, die in dir ankommen, weil du aus dem kleinen Ego reagierst, das sich jetzt am Ärgern ist, weil es Angst hat, etwas zu verlieren. Genau, Maria. Genau. Genau, ja, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin auch kein Mensch. Ja, ich bin ein Alien, stimmt. Ja, das ist für mich, Miriam, das ist für mich ein riesengroßes Kompliment, wenn jemand das zu mir sagt, ich glaube, du bist kein Mensch. Denn das stimmt tatsächlich, ich bin kein Mensch. Ja. Ich bin das, was ich bin. Und das ist Wahrheit, dass ich das bin. Das hatte ich eben schon gesagt zu dir. Ich bin die Summe aller Erfahrungen in dieser Welt. Und daraus spreche ich.
Da ist kein Wissen, da ist kein Subjekt und da ist kein Objekt. Was es ist. Ich lebe nicht in mir und jetzt, Silvia. Ich bin das Leben, das hier und jetzt einfach ist. Ja, das ist eine weise Erkenntnis in dir. Du bist in deinem Traum gefangen von einem Leben, das nicht Wirklichkeit ist. Und das Erwachen aus dem Traum, dann wirst du erkennen, was Leben wirklich ist. Richtig, Regina. Ich bin der Spiegel für dich, doch du nicht für mich. Es macht richtig Spaß. Siehst du, was da los ist, Michaela, gell? Na. So ist es, Maria. Genauso ist es. Ja? Doch es gibt nun eben mal immer noch sich selbst unbewusste Wesen. Sie können ja nichts dafür, Maria. Lassen wir sie doch, so wie sie sein wollen. Genau, Frank. Du bist das eine, das alles hier auf der Erde erlebt hat und erfahren hat. Naja, auch von selbst gesammelten Beeren, ja. Zu innerem Frieden, absoluten inneren Frieden. Wenn du wieder so du selbst bist, kommst du in einen absoluten inneren Frieden, der mit nichts mehr zu zerstören ist. Da ist eine Liebe, die kennst du gar nicht. Ja, natürlich, Maria. Du bist ja dasselbe wie ich. Ja, du bist ja dasselbe wie ich. Ich weiß, Reinhild, sie möchten ihn nicht sehen. Doch weißt du, mir ist doch klar, sie können nichts dafür. Lass sie einfach. Es stört mich nicht. Sollen sie. Es machen, wie sie denken. Genau, Daniela. Weißt du, wenn so kleine Egos sich auch mal hier zeigen, ist mir doch voll klar, sie können nichts dafür. Sie sind halt in dieser materiellen Welt gefangen und glauben all das, was man ihnen gesagt hat. Ja, Daniela, so ist das. Siehst du das? Nee. Aber sicher doch, Regina. Ach nee, Raffaela, das muss dir nicht wehtun. Lass sie einfach, sie brauchen es. Lass sie einfach. Ja?
Lass sie einfach. Ja? Sie wissen ja nicht, dass ich in sie sehen kann und sehe, was in ihnen vorgeht. Ja, mach das, Melanie. Ja, mach das. Und egal. Egal. Ob ihr es glaubt oder nicht. Die Zukunft gibt es nicht. Da könnt ihr euch wehren, wie ihr wollt. Ihr könnt keine Pläne machen. Denn morgen kann schon alles vorbei sein. Es gibt keine Sicherheit. Egal, was ihr glaubt, euch Pläne machen zu können. Spielt es keine Rolle. Es kann im nächsten Augenblick vorbei sein. Und was ist dann? Dann habt ihr euch Sorgen gemacht und Pläne gemacht. Um etwas, was gar nicht. Da ist niemand. Hier. Der etwas davon bewertet. Sie dürfen so sein, wie sie sind. Und all das sagen, was sie möchten. Sie können ja nichts dafür. Wenn schon in der Bibel steht, da steht schon, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Leben kann niemals vergeben, Maria. Es gibt eine Wiedergeburt, Regina, ja? Und dann wirst du ewig leben. Doch diese Wiedergeburt geschieht alleine in dir und durch dich. Genau, Maria. Es ist nicht der Körper, der die Wiedergeburt ist, sondern es ist das, was du wirklich bist, was wiedergeboren wird. Und dann erkennst du, ja, es ist eine schwere Geburt. Und ihr alle seid schwanger damit. Ja. Und diese Wiedergeburt wird in einem winzigen Augenblick geschehen, wenn ihr euch für euch entscheidet. Ist ein winziger Augenblick der Entscheidung, euch zu lieben oder nicht. Es gibt keinen Weg dahin, keinen Pfad. Und doch gibt es ihn. Und dann tschüss für heute. Genau, Maria. So ist es. Bitte, Klaus. Von Herzen für euch. Ja? Bitte. Hört auf, einfach euch so Sorgen zu machen. Um etwas, das nicht existiert. Ich hab euch von Herzen. Bitte. Bitte. Bleibt in der Ruhe. Bitte, Johann, von Herzen für dich. Ja? Und immer dran denken. Egal, was da jemand sagt oder tut. Ja? Er kann nichts dafür. Tschüss.